Heute kam Analoge Liebe raus und im Zuge dessen haben wir eine kleine Offline-Aktion, ein kleines Get-Together gemacht. Haben uns ein schönes Café gesucht, ein bisschen beschmückt mit meinen Plakaten. Und ja, es geht gleich los, deswegen Fingers crossed. Ich freue mich, es wird schön. Dass wir in einem digitalen Zeitalter leben und das ist auch schön so. Aber umso wichtiger finde ich ist, dass man sich diese Momente rausnimmt für sich, diese analogen Liebe-Momente. Krass, wie oft ich das schon gesagt habe. Aber irgendwie feiere ich selber dieses Wort gerade so. Analoge Liebe-Momente. Die werden jetzt besser, ne? Die waren am Anfang ein bisschen verwackelt. Ich glaube, sie braucht analoge Liebe.